Mit welchen Branchenunternehmen sollten Sie als Architekt oder sollte auch die TU München in Zukunft stärker zusammenarbeiten, um gemeinsam innovativ zu sein? Mit allen Branchen in einer frühen Phase. Also das bedeutet mit Forschungseinrichtungen, mit Institutionen, mit Projektentwicklern, mit allen, die etwas Neues starten oder was Transformatives in die Welt setzen wollen. Weil man als Architekt in dieser Phase Null einen sehr guten Synthesefaktor mit hineinbringen kann. Und das ist eigentlich großartig als Chance zu sehen, um dann interdisziplinär zu arbeiten. Wie sollte der Prozess denn der Zusammenarbeit aussehen? Ab wann sollte man aufeinander zugehen und vor allem aber wo? Wie angekündigt in Phase 0, also möglichst früh, wenn die Idee diskutiert wird und wenn man dann anfängt, die Sachen anders zu betrachten. Weil da können Architekten eine andere Perspektive einnehmen und anders an die Sachen herangehen. Und der Raum ist da schon extrem wichtig, weil das ist etwas, was die Innovation auch ausmacht. Als sozialer Prozess kommt es darauf an, dass man zusammenkommt und besonders in diesen frühen Phasen zusammen Ideen austauschen, Perspektiven entwickelt. Und das kann man nicht per E-Mail machen. Und das funktioniert auch nicht, wenn man das mit einer App dann versucht zu lösen. Welche Rolle kann denn der Lab Campus in Zukunft im Austausch zwischen Wissenschaft, wissenschaftlichem Nachwuchs und der Wirtschaft einnehmen? Also der Lab Campus könnte eine großartige so ein Threshold einnehmen oder so eine Zwischenposition, wo sich Industrie, Gesellschaft und auch Universität treffen. Das könnte eine andere Art von Shared Space oder Shared Think Space werden, wo man eine ganz andere Fluktuation oder eine Agilität dann hat, eben wegen dieser Nähe zum Flughafen und diesem Temporären, das es hat. Und wenn man wenn der Lab Campus Universitäten dann auch wirklich so einen Touchdown oder einen Hub Space anbietet, dann könnte das großartig werden und würde, glaube ich, auch dem ganzen Areal oder dem Konzept dann noch eine Annäherung an die Wissenschaft geben. Und welche neue Erkenntnis haben Sie heute aus Ihrem eigenen Workshop gezogen? Dass Architekten noch viel stärker in die Diskussion mit einsteigen müssen, aber nicht jetzt mit der Idee, ein Gebäude zu entwerfen, sondern einfach die vielfältigen Themen, die im Built Environment oder in einem Gebäude mit der gesellschaftlichen Verantwortung dann drin sind, zu diskutieren und auch